Das heißt, es hängt dann nicht vom Geldbeutel ab, ob man Artikel veröffentlichen kann in den Diamond Open Access Zeitschriften. Anstelle, dass man Subskriptionen, also so Abos für die eigenen Mitglieder der eigenen Institution bezahlt, wird eben Open Access finanziert. Die Message ist im Endeffekt ja dabei sein und fairen und vielfältigen Open Access unterstützen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Future is Open Science, dem Podcast der ZBW. Mein Name ist Doreen Siegfried und ich treffe mich hier mit ganz unterschiedlichen Leuten aus dem Wissenschaftsbetrieb, die Ihnen verraten, wie Sie in Ihrer täglichen Arbeit Open Science voranbringen. Heute reden wir über neuartige Kooperationsmodelle in der Wissenschaft und die Umgestaltung des wirtschaftswissenschaftlichen Publikationssystems. Sprich, wir reden heute über das Olecon-Konsortium. OL steht für Open Library und Econ für Economics. Und wir erkunden, wie solche Kollaborationen den Zugang zu Forschungsergebnissen revolutionieren und welche Rolle sie bei der Förderung von Gerechtigkeit und Fairness in der wissenschaftlichen Gemeinschaft spielen. Dazu begrüße ich heute erneut eine Open Access-Expertin, die bereits vor 3 Jahren ausführlich hier in diesem Podcast über Transformationsmodelle und wissenschaftsgeleitetes Publizieren gesprochen hat. Seit 2020 steht sie an der Spitze des Olecon-Projektes bei der ZBW. Herzlich willkommen, Dr. Juliane Finger. Hallo. Juliane, die Open Library Economics, kurz Olecon, gibt es jetzt seit 4 Jahren. Wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt ein Olecon-Konsortium zu gründen? Also tatsächlich ist es so, dass es schon seit ein paar Jahren in der Open Access Community in Diskussion ist, dass solche konsortialen Finanzierungsmodelle eine super Alternative zu Finanzierung von Open Access ist, die sich über Autorengebühren zum Beispiel finanziert. Und insofern hatten wir schon beim Aufbau, also sozusagen bei der Gründung der Open Library Economics, gleich mitgedacht, dass wir nach dem Ende der Anschubfinanzierung, die wir hier über ein Leibniz-internes Projekt hatten, also aus der Leibniz-Gemeinschaft, dass wir direkt diese konsortiale Finanzierung mitdenken als langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Olecon-Zeitschriften. Okay, und was ist das Hauptziel des Olecon-Konsortiums? Ja, es geht darum, eine stabile Finanzierung für die Diamant Open Access Zeitschriften zu schaffen, die verteilt ist auf viele Schultern, also eine Bandbreite von Institutionen und somit auch ja über die Jahre stabiler. Also so eine Art Crowdfunding kann man wahrscheinlich sagen, ne? Ja, es ist nicht genau das Gleiche, aber man kann es sich ungefähr so ein bisschen so vorstellen. Ja, okay. Wie viele Konsorten sind denn schon dabei? Wir haben ja jetzt eine Finanzierungsrunde gemacht im letzten Herbst, im Herbst 2023. Und da haben wir 17 einzelne Einrichtungen und ein großes Konsortium, das Sachsen-Konsortium, sodass insgesamt 33 Einrichtungen, wie gesagt, teils über das Konsortium, Teil vom Olecon-Konsortium sind. Ah ja, okay. Und kannst du vielleicht mal erklären, wie das Finanzierungsmodell des Olecon-Konsortiums im Detail funktioniert? Ja, im Detail ist es so, dass sich jedes Jahr wir so einen Finanzierungsaufruf starten für die Mitfinanzierung. Und da ja die Institutionen dazu aufrufen, sich zu beteiligen, damit die Zeitschriften im Diamant Open Access erscheinen können. Und momentan ist es auch so, dass wir für den Aufbau des Konsortiums ein BMBF-Projekt zusätzlich haben. Das heißt, wir haben hier auch noch eine Teilfinanzierung bis 2026 mit einem absinkenden Anteil über das BMBF-Projekt. Und es gibt natürlich auch einen Finanzierungsanteil der ZBW als Informationsinfrastruktur für die Wirtschaftswissenschaften hat die ZBW hier natürlich nochmal eine hervorgehobene Rolle. Vielleicht für die Einrichtungen, die mit dem Gedanken spielen, sich finanziell zu beteiligen, also ein Olecon-Konsorte zu werden,
Wie viel müssten Sie letztlich so ungefähr vielleicht in den Ring werfen? Also es gibt je nach Größe der Einrichtung, also danach, wie viele Vollzeitstellen an Forschenden sie haben, an Studierenden, unterschiedlich hohe Beiträge. Und jetzt im letzten Jahr, da kann ich ja mal so einen Richtwert sagen, da hatten wir als höchsten Beitrag 1600 Euro für 3 Zeitschriften für ein Jahr. Also da haben die Einrichtungen dann quasi einen niedrigeren Beitrag gezahlt, als jetzt eine durchschnittliche Artikelgebühr wäre, wenn es Artikelgebühren geben würde bei den Zeitschriften. Also bei unseren Zeitschriften, die es natürlich nicht gibt. Ja, okay. Okay, aber das ist ja ein Beitrag, den hat ja wahrscheinlich noch mal die eine oder andere Bibliothek in gewisser Weise übrig. Du hattest jetzt gesagt, okay, es gibt das Olecon-Projekt. Wie werden denn die Zeitschriften auch für die Olecon-Konsorten ausgesucht? Ist das sozusagen vordefiniert oder überlegt ihr auch gemeinschaftlich, da gibt es noch eine Zeitschrift, die würden wir gern gemeinschaftlich fördern? Also momentan ist es so, dass die ZBW die Zeitschriften auswählt in einem transparenten Verfahren, wo es erstmal Kriterien gibt, wie dass es einen Bezug zur deutschen Wirtschaftsforschung geben muss momentan. Es müssen natürlich auch wissenschaftliche Qualitätsstandards erfüllt sein, wie Peer-Review-Verfahren oder verlegerische Qualitätsstandards, zum Beispiel was Publikationsethik angeht. Aber prinzipiell ist es im Konsortium auch so, dass es immer Beteiligungsmöglichkeiten gibt oder Möglichkeiten, Wünsche zu äußern. Uns natürlich auch immer gewünscht ist, einzubringen, wenn die Konsorten Zeitschriften kennen, die für Diamant Open Access eine langfristige Finanzierung brauchen, dann können die sich natürlich bei uns bewerben. Aber sie müssen schon dieses Bewerbungsverfahren immer durchlaufen. Okay. Was ist denn deine Rolle in dem Konsortium? Ja, meine Rolle ist es, das Konsortium zu organisieren, darüber zu informieren. Also wir haben ja eine gewisse Dynamik auch im Zeitschriftenportfolio. Wir nehmen ja weiter nach Zeitschriften auf in Olecon und dementsprechend gibt es auch jedes Jahr neue Infos dazu. Und dann, damit werbe ich dann natürlich auch für die Teilnahme, also in diesen Finanzierungsrunden, die es jeden Herbst gibt, gebe ich diese Infos weiter und suche nach weiteren Mitfinanzierern. Ja, okay. Nun gibt es ja etliche Open Access Modelle. Was hier die Open Library Economics macht, nennt sich Diamond Open Access. Wie unterscheidet sich denn Diamond Open Access von anderen Modellen? Das unterscheidet sich insofern von anderen gängigen Open Access Finanzierungsmodellen, als dass es eben nicht autorenseitige Gebühren gibt, diese sogenannten Artikelgebühren oder Article Processing Charges, sondern es ist so, dass wir über diese gemeinschaftliche Finanzierung einmalig die Kosten, die die Zeitschriften für die Produktion haben, die es natürlich gibt, zum Beispiel für Redaktion oder eine Internetseite, die werden übers Konsortium abgedeckt. Das heißt, es hängt dann nicht vom Geldbeutel ab, ob man Artikel veröffentlichen kann in den Diamond Open Access Zeitschriften, aber es hängt auch nicht davon ab, ob man es sich leisten kann, die Artikel in den Zeitschriften zu lesen. Also es ist quasi offen in beide Richtungen für LeserInnen und AutorInnen. Ihr habt auf eurer Webseite stehen, dass die Olecon-Konsorten gemeinschaftlich für mehr Gerechtigkeit und Fairness im wissenschaftlichen Publikationswesen antreten. Vielleicht für alle die, die jetzt nicht so tief drinstecken im Bibliotheksgeschäft oder auch in dieser ganzen Open-Access-Welt. Was hat Olecon und Fairness und Gerechtigkeit miteinander zu tun? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen. Im Endeffekt ist Diamant, ermöglicht halt das Diamant Open Access einen gerechten Zugang zum Lesen, aber auch Veröffentlichen für alle. Das heißt, es ist nicht so, dass man, wenn man kein Geld bezahlen muss als einzelne Person, um zu lesen oder zu veröffentlichen, dann ist das natürlich gerechter, als wenn es jetzt ein Modell ist, wo AutorInnen
ich weiß nicht, $2000 Artikelgebühren zahlen müssen, um überhaupt eine Stimme zu bekommen in einer bestimmten Zeitschrift, oder bis zu $10.000 gibt es ja auch. Ja, okay. Ja, ich glaube, das Thema Autorengebühren dürften irgendwie den WissenschaftlerInnen, die uns jetzt vielleicht zuhören, dürfte denen bekannt sein. Dann haben sich diese Olecon-Konsorten zusammengeschlossen, zumindest so in erster Runde. Gibt es derartige Kooperationen auch in anderen fachlichen Kontexten, also jetzt außerhalb der Wirtschaftsforschung? Ja, wir haben tatsächlich hier ein Vorbild gehabt, die Open Library of the Humanities. Deswegen haben wir auch so einen ähnlichen Namen, Open Library Economics. Das lehnt sich tatsächlich absichtlich daran an. Und die Open Library of the Humanities, die gibt es schon seit etwa 10 Jahren und finanzieren mittlerweile um die 30 Zeitschriften aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich, auch über so eine gemeinschaftliche Finanzierung. Und aber auch in Deutschland gibt es andere Initiativen aus anderen Fächern, wie zum Beispiel Koala. Da haben vielleicht auch die einen oder anderen schon von gehört, die ebenfalls so eine konsortiale Finanzierung aufbauen. Aber in Okay. den Wirtschaftswissenschaften kenne ich sowas in der Form nicht. Okay. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die Open Library for Humanities gibt es jetzt schon seit vielen Jahren. Das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, ein Lichtschein für dich, oder? Wenn man sehen kann, okay, das kann funktionieren über viele Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein Beispiel, was zeigt, dass es funktionieren kann und dass es nicht unrealistisch ist, so ein Konsortium aufzubauen für Zeitschriften, damit die eben, ja, möglichst offen im Diamond Open Access erscheinen können. Ja, okay. Wissenschaftliche Bibliotheken treten ja in vielerlei Weise an, irgendwie auch die Publikationslandschaft zu transformieren. Würdest du sagen, Bibliotheken müssen ihre Rolle in dieser Wissenschaftswelt neu definieren? Also mehr aktiv nach vorne treten, solche Verbünde schaffen, um Zeitschriften den Diamant Open Access Status zu ermöglichen? Weil letztlich geht es ja auch um die Gestaltung von freiem Zugang. Also wo siehst du die Rolle wissenschaftlicher Bibliotheken in dieser Publikationswelt? Also es ist vielleicht eher eine Verschiebung der Rolle einzelner Bibliotheken, weil erstmal ist ja diese Art von konsortialer Finanzierung auch nur eine andere Art, das Bibliotheksbudget auszugeben, anstelle dass man Subskriptionen, also so Abos für die eigenen Mitglieder der eigenen Institution bezahlt, wird eben Open Access finanziert. Und ja, für jetzt eine größere Einrichtung wie die ZBW ist es vielleicht auch einfach nur eine andere Form der, ja, sich hier einzubringen, ne? Indem wir hier mit Olecon mitgestalten. Okay. Also vielleicht, ich nehme es mal wahr, so als so leisen Aufruf, mal in das Bibliotheksportemonnaie zu schauen und zu gucken, wofür ich die einzelnen Scheine, die da drin sind, ausgebe am Ende des Tages. Du machst das jetzt eine ganze Weile schon. Also welche Herausforderungen würdest du sagen, gibt es bei der Etablierung eines solchen Konsortiums? Was sind so die besonderen Anforderungen? Die größte Herausforderung ist es eigentlich, dass wir natürlich immer genug Teilnehmer finden müssen in jedem Jahr, obwohl es keine direkte Gegenleistung in Form von so einem exklusiven Zugang gibt, wie es ja früher der Fall war. Wenn wir jetzt über die Veränderungen reden, dann ist es natürlich so, wenn ich so ein exklusives Abo habe, ist es relativ klar, was eine Institution dafür bekommt. Aber bei der Open Access Finanzierung ist es noch eine andere, ja, steht keine direkte Gegenleistung dahinter. Und da haben wir aber natürlich auch Ansätze, also jetzt gerade aus unserem BMBF-Projekt, dass wir eben dann auf andere Weise die Relevanz von den Diamond Open Access Zeitschriften zeigen, indem wir auch die Netzwerke der Zeitschriften einbeziehen. Und zum Beispiel Institutionen ansprechen, aus denen viele AutorInnen in den jeweiligen Zeitschriften kommen. Weil da haben die Institutionen natürlich indirekt dann doch etwas davon, wenn ihre Forschenden in den Zeitschriften ohne Artikelgebühren veröffentlichen.
veröffentlichen können. Ja, okay. Wenn du jetzt sagst, okay, die Bibliotheken, die da mitmachen, kriegen jetzt keine konkrete Gegenleistung, was würdest du sagen, motiviert dann diese Institution, sich als Ole-Konsorte zu engagieren? Also naheliegend ist natürlich, dass es einfach auch eine Überzeugungsfrage ist, sich für fairen Open Access einzusetzen. Aber was genau dahinter steht, darüber hoffen wir natürlich auch im Projektverlauf mehr zu erfahren. Es gibt tatsächlich auch ein anderes BMBF-Projekt, was sich genau mit diesem Punkt auch gezielt beschäftigt, wo wir auch auf die Ergebnisse dann gespannt sind. Und außerdem ist es ja aber auch so, dass es in den letzten Jahren auch wissenschaftspolitische Papiere veröffentlicht wurden, in denen eben die Empfehlung geäußert wurde, auch nicht kommerzielle wissenschaftsgeleitete Publikationsorgane zu unterstützen. Zum Beispiel die Empfehlung vom Wissenschaftsrat oder auch die Bund-Länder-Empfehlungen zu Open Access. Ja, okay. Wie genau funktioniert die Zusammenarbeit des Konsortiums? Also ich meine, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, aber was genau müssen eigentlich die Konsorten tun, wenn sie sich darauf einlassen? Die müssen eigentlich relativ wenig selber tun. Als Minimum müssen sie sich nur an der Finanzierung beteiligen. Und das machen wir ihnen so einfach wie möglich, indem wir zum Beispiel so ein Online-Tool haben, über das sie teilnehmen können. Das nennt sich Laser. Und die ZBW kümmert sich eigentlich um den ganzen Rest. Ja, okay. Das hört sich ja eigentlich relativ einfach an. Und du hattest ja auch schon gesagt, dass man da durchaus natürlich Vorschläge machen kann. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Also wer will, kann sich da auch weitergehend beteiligen, auch an Community-Veranstaltungen teilnehmen. Aber muss man über die Mitfinanzierung hinaus erstmal nichts. Ja, sehr gut. Jetzt, wie gesagt, das Ganze ist jetzt gestartet. Du hast ja gesagt, wie viele Konsorten mitmachen. Welche neuen Initiativen oder Erweiterungen sind denn für das Olecon-Konsortium geplant? Also perspektivisch wollen wir natürlich jedes Jahr weitere Zeitschriften aufnehmen. Das heißt, das Zeitschriftenpaket, was das Konsortium finanziert, wird größer. Und hier planen wir auch, dass wir über die Ländergrenze Deutschland hinweg das auf Europa ausweiten, also sowohl europäische Zeitschriften als auch Konsorten, also Mitfinanzierer aus dem europäischen Raum. Weil es ist natürlich auch so, dass viele Zeitschriften ohnehin nicht an den Ländergrenzen stocken, sondern über Deutschland hinaus relevant sind. Ja, okay, weil das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, also inwieweit internationale Kooperationen eine Rolle spielen, aber das ist dann Zukunftsmusik sozusagen. Ja. Ja, sehr schön. Es ist ja vielleicht auch für die Leute, die mitmachen innerhalb dieses Konsortiums oder der Community, ja auch vielleicht eine interessante Idee, mal mit MitstreiterInnen sich auszutauschen. Wie siehst du denn die Zukunft des Diamond Open Access in den Wirtschaftswissenschaften? Also ohne jetzt eine Glaskugel zu haben, würde ich sagen, dass ich denke, dass es einen langsamen, aber doch stetigen Kulturwandel hin zu mehr Open Access gibt. Gerade wenn man sich jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, auch den wissenschaftspolitischen Kontext anschaut, wo es ja auch dann dementsprechende Policies auch an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen gibt. Grundsätzlich sind die Wirtschaftswissenschaften vielleicht nicht die vordersten Vorreiter im Bereich Open Access, aber das kann ja noch werden. Ja, auf jeden Fall. Letzte Frage oder vorletzte Frage. Welche Botschaft möchtest du denn vielleicht an potenzielle neue Konsorten, Unterstützerinnen senden? Also jetzt Ohren gespitzt. Was ist die Message? Die Message ist im Endeffekt, ja, dabei sein und fairen und vielfältigen Open Access unterstützen, weil am Ende jeder Beitrag zählt, um Diamant Open Access zu ermöglichen. Ja, sehr schön. Und jetzt wirklich die allerletzte Frage, Juliane. Welchen Tipp hast du denn für Wirtschaftsforschende, also nicht für Bibliotheken, sondern für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie jetzt von diesem Konsortium hören?
Können Sie sowas wie einen Wunschzettel schreiben oder wie können Sie partizipieren, um da letztlich auch so eine Interessensgemeinschaft zu bilden mit den Konsorten? Wenn Sie Herausgebende von Zeitschriften sind, dann können Sie gerne mit Ihren Zeitschriften zu uns kommen. Sie können sich bewerben, wenn Sie ein wissenschaftsgeleitetes Diamant Open Access Modell anstreben. Aber auch darüber hinausgehend beantworten wir natürlich gerne Fragen oder nehmen auch Wünsche und Vorschläge von Wirtschaftsforschenden auf. Ja, super. Okay, dann, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Vielen Dank auch an Sie draußen an den Kopfhörern. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie uns gerne Feedback da. Auch sagen Sie auch, was Ihnen nicht gefallen hat. Möglichkeiten sind via E-Mail, Mastodon, YouTube oder LinkedIn. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Und ich freue mich aufs nächste Mal.